Und damit willkommen zu einer weiteren Folge, oder besser gesagt zu der letzten Folge von Freedom Fighters. Wir machen uns auf Richtung Fort Jay, um die Roten ein für alle Mal aus Amerika zu vertreiben. Übernimm den sowjetischen Stützpunkt. Du wirst jede unserer vier Flaggen hissen müssen, um unseren vollständigen Sieg zu signalisieren. Und die Soldaten dahin zurückzuschicken, wo sie herkamen. Genau so sieht's aus. Isabella müssen wir auch noch befreien. Ihr seht, hier ganz oben ist das Gefangenensymbol. Da müsste sich die junge, die holde Maid aufhalten. Los geht's. So, und da ich ja jetzt über volle 12 Leute verfüge. Hier war ich aber auch noch nicht drin. Ah, hier noch ein paar Medikits und so. Aber das brauchen wir nicht. Ja, und ihr seht schon, ich habe die volle Anzahl. Jetzt geht's ab. Jetzt schicke ich die einfach nur noch rein. Zielt auf ihren Standort. Genau, mitten da rein, weil da drin ist nämlich so ein Vetter. Das weiß ich nämlich. Los, los. Reibt sie auf, die Roten. Ich mach auch noch ein bisschen mit. Oh, was ist denn das hier für ein Tohuwabohu? Los, rein da! Wir kommen ohne Ende. Haltet nach Sowjets Ausschau. So, da nochmal rein. Er gibt mir nochmal volle Muni. Wunderbar. Jetzt haben sie gar keine Chance mehr. Er hatte auch nochmal Muni, aber brauche ich nicht. Neu gruppieren. Los geht's. Nehmen wir den Bunker ein hier, die Scheiße. Ich habe genug Kugeln für euch alle. Zur Not gehe ich nochmal zurück und lade neu auf. Was? Yes. Heck mit dir. Los, los, los! Die haben gar keine Chance gegen meine Armee hier. Schnappt sie euch! Zwar nicht, aber ich kann ihn spüren. Ja, die Sprüche von den Kollegen hier ist auch richtig gut. Sag hallo zu meinem kleinen Freund oder sowas. Vielleicht kennt der eine oder andere das aus einem berühmten Film. Ja, Schweinebacken. Okay, hier ist schon mal. Rückzug, vorwärts. Nüscht. Kommt mal mit. Mit dir, Arschloch. So. Hier geht's nicht weiter. Was versteckt ihr euch alle so? Ihr alle! Herkommen! Sofort! Okay, hier geht's auch noch mal rein. Und da ist die junge holde Maid. Jawohl. Und jetzt hisse diese vier wunderschönen Flaggen im Namen der Freiheit. So, Isabella ist frei. Los, Leute. Ich habe euch nicht ohne Grund gesammelt. Jetzt könnt ihr mal arbeiten.
keine Chance. So, die erste Flagge. Na, Isabella? Okay, haben wir die erste schon mal? Ich muss mich noch kurz orientieren. Okay, da. Ja, wahrscheinlich gegen den Uhrzeigersinn, dann haben wir's. Ei! Ja, so langsam brauche ich wieder Muni. Aber wisst ihr was? Ich nehme mal gleich hier wieder die Kalaschnikow. Warum nicht? Hat er sich angeschlichen? Die ist gefährlich hier. Weg damit. Ei! Ich werde dir das Herz rausreißen. Alter! Übertreib's doch nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Was sollen wir machen? Sich umgucken, ne? Irgendwo werden sie wohl schon sein, also. Der ist auch im Arsch. Ich glaube hier runter. Hierher zurück, alter Mann. Links. Lute. Rechts. Dich. Zack. Weg mit dir. Was glaubt ihr eigentlich? Ja, da hast du natürlich eine Deckung gesucht, Eule, ey. Naja. So, mal gucken. Hier nochmal hoch, ey. Los, knall sie ab! Gerichtet über jede Aktivität. Okay, soweit alles klar. Nächste Flagge. Ja, was ist mit dir da oben? Warte mal, ich schmeiß da mal eine Granate hin. Jo, die kommt sogar richtig gut. Boom. Ich denke, jetzt ist er tot. Was? Erkundet die Gegend. Los, 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 Team! Jo, und da ist die letzte Flagge. Wieder Charisma gekriegt, bringt uns jetzt natürlich überhaupt nichts mehr. Los, los! Und das war's. Letzte Flagge. Die Roten sind besiegt. Vorerst. Spiel beendet. Jawohl. Hey, Chris. Ich hab dich schon überall gesucht. Was ist los? Warum feierst du nicht mit mir und den ganzen anderen? Was gibt's schon zu feiern? Die werden zurückkommen mit größeren Kanonen und mehr Soldaten. Ich weiß, was du meinst. Aber du hast aus Überzeugung gekämpft. Gekämpft für die Freiheit. Und gesiegt, Chris. Wir haben gesiegt. Trotzdem. Heute Morgen wachen die Kinder in den Trümmern von New York auf. Und ich bin schuld. Nein, bist du nicht. Das ist unser Land. Du hast uns erinnert, was an ihm so toll ist. Es ist schwer zu definieren, aber wenn es einmal nicht mehr da ist, dann weißt du genau, was es heißt.
Es heißt verlieren. Und ich will dich nicht verlieren. Du gehst jetzt besser. Das klingt fast so, als würdest du deine Meinung ändern. Und deshalb solltest du gehen. Oha, was ist jetzt los? Techtelmechtel oder was? Hey Leute, ihr verpasst noch die Party! Nanu, störe ich euch vielleicht? Hey, wenn ihr jetzt knutschen und Liebesbriefe in den Sand schreiben wollt, während ich auf das Kind aufpasse, habt ihr euch geschnitten? Nö, ich wollte nur... Ach Mann. Und ich soll dann am Ende allein dastehen wie ein Idiot. Nix da. Ich meine, ich bin wie die anderen auch. Ich habe auch Träume. Ich will dasselbe wie alle anderen. Das heißt, naja, vergiss es. Es gibt wohl irgendwo für jeden Topfendeckel. Manchmal... verliert man eben nur alles andere während der Suche danach. Ja, Leute, und das war Freedom Fighters. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Stay tuned, denn seit mehreren Jahren gibt es mehrere Leute, die Freedom Fighters 2 oder Freedom Fighters 3 als YouTube-Video reingestellt haben, um einfach nur Klicks zu erhaschen oder was auch immer. Ich kann auf einer Seite verstehen, warum sie das machen. Freedom Fighters ist ein geiles Spiel. Ich habe es schon immer geil gefunden. Und stay tuned. Es gibt jetzt wirklich bald einen zweiten Teil. Nach ungefähr 12 Jahren wird es jetzt bald einen zweiten Teil geben. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und den werde ich mir auf jeden Fall holen. Es war auf jeden Fall... eine mühselige Reise. Aber sie hat sich doch zum Schluss gelohnt. Amerika ist befreit. Vorerst. Ach so, genau, zu der Musik von Jasper Kite. Ich werde sie auf meinem Zweitkanal hochladen. Damit ihr euch da nochmal die Musik so nochmal separat anhören könnt. Weiteres dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, Leute, wie schon gesagt, das war Freedom Fighters. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hier noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr durchgezockt habt, habt ihr die Möglichkeit, den Spielstand zu laden. Oder nee, warte mal. Ja doch, zu laden. So, und hier steht schon, alle Zonen freigeschaltet. Jetzt habe ich die Möglichkeit, da ich ja jetzt alles geschafft habe... habe ich die Möglichkeit, mir die Levels nochmal einzeln auszuwählen und dann mit voller Mannstärke da durchzurocken, ja? Also, es ist durchaus mal eine Möglichkeit, mal seinen Zorn gegenüber den Russen rauszulassen, ja? Also,
je nachdem, wie ihr wollt. Ja, wie schon gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Treibt's nicht zu wild, bis zum nächsten Mal und tschüss.